Ein gutes neues Jahr, Prosit 2020. Es geht los mit dem neuen Jahr und natürlich auch um Ziele setzen und diese auch umzusetzen. Und das geht es in dem heutigen Video. Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Andreas Greiner von broker-test.at und heute geht es darum, das neue Jahr beginnt und wir nehmen uns natürlich etwas vor. Nicht nur, dass der Speck ein wenig weniger wird. Wir nehmen uns nicht nur vor, dass wir uns vielleicht dort oder da ein wenig weiterbilden, vielleicht einen neuen Job beginnen oder das machen, sondern auch finanzielle Ziele setzen. Was kommt in 2020? Was möchten wir denn tun? Wohin soll denn die Reise gehen? Und da geht es eben darum, heute eine kleine Anleitung oder eine Idee zu geben, die nicht sensationell neu ist, aber dennoch, es geht ja darum, ja, sich Ziele zu setzen, sich selbst an der Nase zu nehmen und sagen, du, zu Jahresbeginn, das waren deine Ziele und wie sieht es eben jetzt aus? Und deshalb mein Drei-Stufen-Plan. Das Wichtigste ist einmal, Ziele zu setzen. Wohin soll denn die Reise gehen? Was ist denn mein Ziel oder meine Ziele? Und da eben nicht zu viele zu setzen, also nicht mit 10 anzufangen, sondern wenige. Zum Beispiel 3 Ziele oder am schönsten wäre natürlich nur ein Ziel. Der nächste Punkt ist, Wege zum Ziel oder zu den Zielen zu finden. Und wie kann ich es denn schaffen, dass ich eben diese Ziele erreiche? Und dann kommen wir zum dritten Punkt. Und der dritte Punkt ist tun, tun, tun. Nicht Ausreden suchen, warum das eine nicht geklappt hat, warum dieses Ziel nicht erreicht wird, warum der Weg doch nicht möglich ist, sondern tun, Wege finden und ja, es klappt immer nicht alles gleich von Beginn an, sondern eben überlegen, okay, wie könnte ich es dennoch schaffen. Aber jetzt nochmal zurück, Ziele setzen, der Punkt 1. Ziele setzen könnte heißen, Kosten runter oder Erlöse rauf. Erlöse rauf würde bedeuten, wie kann ich denn mehr Geld verdienen? Ist es die Gehaltserhöhung? Finde ich vielleicht einen Nebenjob? Finde ich eben vielleicht andere Möglichkeiten, dass ich eben mehr Erträge reinbekomme? Das könnten natürlich auch passive Geschichten sein, wie eben Ausschüttungen aus Fonds oder ETFs oder eben Dividenden oder Zinsen von Tagesgeldkonto oder anderen Sparkonten oder eben von Anleihen. Das sind eben Möglichkeiten, wie ich eben zu mehr Erträgen komme. Da eben die Überlegung, gibt es eine Möglichkeit, dass ich eben mehr bekomme? Der zweite Punkt ist bei den Zielen, zum Beispiel könnte es heißen, Kosten runter. Habe ich eben irgendwo Möglichkeit, dass ich mit den Kosten runterkomme? Sei es eben, dass ich mir eben die ganzen Fixkosten damit durchgehe. Wie sieht es denn aus bei den Versicherungen? Brauche ich tatsächlich dieses teure Handy mit dem teuren Vertrag dazu? Brauche ich dies oder jenes Autoversicherung? Brauche ich dieses teure Auto? Oder genügt vielleicht eben auch ein günstigeres Auto. Da eben überlegen, auch das Thema Miete wäre eben eine Option, sich zu überlegen, komme ich da eben vielleicht runter, vielleicht auch zusammenziehen mit dem Partner, mit der Partnerin und da eben auch neben der Zweisamkeit auch die Entlastung des Geldbörsels zu genießen, wobei aber natürlich die Zweisamkeit im Vordergrund stehen sollte. Und nicht nur die Entlastung des Geldbörsels. Das ist, würde ich sagen, ist der angenehme Nebeneffekt von beiden. Ein weiteres Ziel könnte natürlich sein, sich ein Budget festzulegen. Was möchte ich denn im Monat ausgeben? Und da gibt es auch so diese Kontentheorie oder Kontenmodell, dass ich eben von dem Geld, was ich pro Monat reinbekomme, das gleich zu Beginn splitte in Spaß, in notwendige Ausgaben und so weiter. Und dann eben in die jeweiligen Konten bzw. Töpfe reingreife. Wer es mag, kann es machen, wer es nicht mag, ja. Aber somit Budget festlegen und eben überlegen, okay, was möchte ich denn ausgeben? Was steht mir denn zur Verfügung für schöne Dinge im Leben? Man muss ja nicht gleich frugalistisch leben, sondern eben sparsam bzw. überlegt, genügt meines Erachtens. Denn manches sollte man sich dann doch gönnen. Und was natürlich auch noch ein Thema ist, speziell für mich, wie sieht es denn aus mit der Sparquote? Also ich habe im Jahr 2019 waren doch einige Monate dabei, wo ich mir gedacht habe, puh, mein lieber Schwan, das ist jetzt doch ein wenig zu viel gewesen.
oder doch sehr großzügig. Und die haben mir dann eben angesehen, was brauche ich denn im Moment, und habe dann eben so ein wenig Cost-Cutting betrieben, und das möchte ich jetzt eben im Jahr 2020 weiter vorantreiben und habe eben so meine Zielsparquote, wo ich mir eben sage, okay, das möchte ich mir eben im Monat zur Seite legen, damit das eben dann ja später eben dann doch ein wenig übrig bleibt. Weil man weiß ja nie, und vielleicht möchte ich eben nicht mit 75 in Pension, Rente gehen, sondern vielleicht schon mit 70. Schauen wir mal, wann es bei mir soweit sein wird. Nachdem ich mir eben die Ziele gesetzt habe, die eben sein können, Kosten runter, Erlöse rauf, ein Budget setzen, eine Sparquote setzen und eben diese dann erreichen, muss ich mir eben überlegen, wie schaffe ich es denn, diese Ziele zu erreichen? Denn eben, wie komme ich denn bei den Kosten runter? Da muss ich mir eben dann wirklich die ganzen Fixkosten überlegen oder die variablen Kosten. Gehe ich eben zu viel fort? Gehe ich vielleicht nicht mehr dreimal in der Woche fort, sondern vielleicht nur mehr einmal oder zweimal im Monat? Oder ich setze mir eben beim Fortgehen auch ein Limit oder. Es gibt ganz viele Möglichkeiten, wie ich eben runterkomme. Speziell Essen gehen ist eben eine sehr teure Angelegenheit. Also da kann ich bei den Kosten wirklich überlegen, welche Wege führen mich denn ans Ziel? Oder bei den Erlösen, wie schaffe ich es denn, mehr zu verdienen? Jobwechsel, bessere Verhandlungen bei der Gehaltserhöhung und so weiter. Also da gibt es eben Überlegen, wie schaffe ich es eben, das zu erreichen. Wenn es dann eben heißt, okay, ich habe ein bestimmtes Ziel, dass ich mir eben einen Sparplan anlege und ich möchte zum Beispiel einen ETF-Sparplan anlegen, dann könnte es eben heißen, gut, ich möchte pro Monat zum Beispiel 200 € ETF-Sparplan anlegen und zur Jahresmitte möchte ich dann diesen erhöhen um 25% auf 250 € zum Beispiel. Dann wäre das ein konkretes Ziel, das ich eben 2020 erreichen möchte. Und dann, wenn ich eben weiß, welche Wege zum Ziel führen, dann muss ich mal eben schauen, okay, wie ist denn mein finanzielles Konstrukt? Was habe ich denn alles? Was brauche ich zum Beispiel? Also ich brauche ein Konto, ich brauche eine Kreditkarte, ich brauche ein oder mehr Tagesgeldkonten. Und dann brauche ich natürlich ein Depot. Und das ist meines Erachtens schon ganz gut eingerichtet, dass ich eben ein Gratiskonto habe. Ich habe eine Gratiskreditkarte mit einem dementsprechenden Rahmen. Ich habe Sparkonten, wo ich ganz gute Zinsen bekomme, auch wenn es eben die Niedrigzinsphase ist. Aber mir persönlich ist ein gewisser solider Grundstock sehr wichtig, dass ich eben, ich investiere nicht alles in Wertpapiere, weil ich ganz einfach einen soliden Grundstock haben möchte, wo ich eben sage, okay, da möchte ich eben immer drauf zurückgreifen. Und mein persönliches Sicherheitsempfinden ist eben nicht so wie bei manch anderen, wo es heißt, naja, es genügt, wenn das auf der Seite liegt, wenn eben die Waschmaschine kaputt ist, eben so 5.000 €, sondern ich brauche einfach mehr Geld, das eben auf täglich fällig bzw. auch gebunden rumliegt. Ja, ich weiß, ich bekomme da weniger Zinsen, aber für mein persönliches Sicherheitsempfinden brauche ich eben das definitiv. Und ja, jeder eben, wie es selbst haben möchte. Ich habe eben Tagesgeld, also auch Festgeld, also gebundenes Geld, also auch täglich fälliges Geld und das aber auf Online-Sparkonten rumliegen. Und dann habe ich natürlich noch ein Depot, beziehungsweise wie ihr wisst, ich habe mehrere Depots, weil ich ganz einfach das ein wenig austesten möchte, wie funktioniert denn das bei dem, wie funktioniert das bei jenem, und deshalb eben hier immer wieder mehrere Depots bei mir im Anschlag. Aber schlussendlich glaube ich, dass man mit ein bis zwei Depots im Großen und Ganzen ganz gut überleben kann. Zu viele Depots machen auch sehr viel Kopfweh. Ich kann euch das nur berichten, dass eben zu viele Depots ganz einfach auch der Überblick dann darunter leidet. Ja, wenn ihr eben dann die Wege gefunden habt, wie ihr eben eure Ziele erreicht, dann geht es eben um das Tun. Tun, tun, tun. Und das Tun ist eben das Wichtigste, denn in Schönheit sterben, sprich mit tollen Plänen, ja, das mache ich so und so, es bringt nichts. Es geht um das Umsetzen und es geht um das nachhaltige Umsetzen. Es geht darum, dass ihr euch eben wirklich die Zeit nehmt und die Muße und euch selber an der Nase nehmt und wirklich ein Gelübde ablegt.
Ein Gelübde im Sinne von, ja, ich will das so und nicht von Monat zu Monat wieder neu nachdenkt, wie viel lege ich auf die Seite, was geht sich denn dieses Monat aus, sondern, na okay, ich gelobe, dass ich pro Monat 200 € in einen ETF-Sparplan investiere. Das ist ein Gelübde und dieses Gelübde zieht ihr durch. Und ob das jetzt ein ETF-Sparplan ist, ob ihr das auf ein Sparkonto legt oder wo auch immer hin, das obliegt euch. Am Ende ist es wichtig, sich eben Ziele zu setzen, die Wege zu den Zielen zu finden und dann heißt es eben umzusetzen. Tun, tun, tun. Und ich habe mir fest vorgenommen, dass ich eben tatsächlich eben fixe Ziele habe, meine Sparquote habe ich, meine Kosten habe, soll ich, möchte ich im Griff haben, ich möchte meine Erlöse genauso haben wie im letzten Jahr, also da wäre ich schon happy, wenn es so weitergehen würde. Und bei den Dividendenerträgen bzw. Ausschüttungen habe ich mir eine Steigerung um 20 bis 30% vorgenommen für das Jahr 2020. Das sind so meine finanziellen Ziele. Und Freizeitziele habe ich natürlich auch noch. Freizeitziele sind bei mir, dass ich weiterhin in den Bergen bin, mit Skifahren, mit Touren gehen, mit Wandern. Und das eben gemeinsam erleben ist natürlich auch immer wieder schön. Da hilft mir hoffentlich meine Moni wieder, dass ich eben ein wenig rauskomme und das Ganze genieße. Und ein wenig Urlaub ist auch geplant. Da möchte ich eben so, ja, ein wenig rauskommen in Form von Städteurlauben und vielleicht auch eben ein wenig ans Wasser mal sehen im Sommer oder im Vorsommer. Ich möchte nicht unbedingt mit dem ganzen Bulk dorthin kommen. Ich bin mir sicher, ihr habt ja genauso Ziele für das Jahr 2020 und mich würde natürlich interessieren, was sind sie denn? Schreibt ganz unten in Form eines Kommentars, was denn eure Ziele sind für 2020 und ich freue mich, wenn ihr eben hier euren Kommentar abgibt und dann eben wir ein wenig sehen, sind denn die Ziele, die man sich so setzt, die finanziellen Ziele, ähnlich oder differieren wir hier? Was gibt es denn da Großartiges bei euch? Mich würde es interessieren, schreibt doch ganz einfach darunter in Form eines Kommentars und ich freue mich natürlich auf ein Like, auf eine Subscription und so weiter, wenn ihr die eben da lässt. Bis bald und auf Wiedersehen auf broker-test.at, euer Andreas.